Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die AfD lehnt die Grundsteuer vom Prinzip her ab. Insofern ist natürlich alles, was in die Richtung geht, diese zu reduzieren, erstmal jedenfalls unterstützungswürdig. Jedoch muss man sagen, dieser Antrag, mit dem die FDP anscheinend durch die Landtage geht, denn das ist ja nicht das einzige Landtag, in dem wir das verhandeln, sondern das ist in anderen Landtagen genauso schon gestellt worden, dieser Antrag, der kommt auch ein bisschen zur falschen Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, zum 31.12. diesen Jahres, so hat das Bundesverfassungsgericht verlangt, ist eine neue Regelung zu treffen. Es gibt einen Gesetzesentwurf auf Bundesebene, der sieht auch vor, dass es Klauseln gibt für die Länder, wo sie selbst ihre Gestaltung vor Ort einbringen können. Nur wir müssen erst mal abwarten, was von Bundesebene kommt. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, zu schauen, wie man das neu ausgestaltet. Denn ob wir überhaupt noch über das, worüber wir heute reden und debattieren, nach der Gesetzesänderung, die vom Bund auskommen muss, weiterhin debattieren müssen, ob das dann überhaupt noch virulent ist, die Frage wird sich stellen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grundsteuer, wie gesagt, ist vom Prinzip her abzulehnen. Ich möchte nur zwei Punkte, da wir nun über diese sprechen, noch mal ganz kurz in Erwähnung berufen. Ein Punkt ist, sie orientiert sich nicht an der Leistungsfähigkeit. Sie ist damit nicht gerecht. Das ist eigentlich ein Prinzip im Steuerrecht, das nach der Leistungsfähigkeit besteuert wird. Das ist bei der Grundsteuer nicht der Fall. Zudem kommt hinzu, sie nimmt keine Rücksicht auf das Existenzminimum. Das heißt, Grundsteuer fällt auch dann an, wenn jemand eigentlich steuerbefreit ist, weil er nicht über sein Existenzminimum hinauskommt. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das eigentlich ein grundlegendes Problem, was sich nur dadurch lösen lässt, dass sie die Grundsteuer in dieser Form abschaffen. Insofern sollte die FDP mehr Mut haben, es nicht nur dabei belassen, die Nivellierungssätze zu ändern bzw. festzuschreiben, sondern vielmehr mit uns an einem Strang ziehen, dass wir zur Abschaffung der Grundsteuer kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.